ESTV, Videos aus der Region. Wir sind zu einem Gartenhausbrand alarmiert worden, hier auf der Fahrtstrecke Richtung Reichenbach. Wir haben einen Gartenhausvollbrand vorgefunden und sind mit einem erweiterten Löschzug vor Ort. Gartenhausvollbrand, Flammen Meter hoch, weitaus sichtbar. Also wir konnten anfahren, gut auf Sicht. Derzeit sind 3 C-Rohre im Brandeinsatz und 2 Fahrzeuge im Pendelverkehr, weil die Wasserversorgung hier extrem schwierig ist. Einen Verletzten, der da unten wohl nächtigte in dem Gartenhaus oder sich aufgehalten hat. Aber über Art von Verletzungen kann ich nichts sagen. Jetzt werden wir das voll ausmachen, das voll ablöschen und dann die Nachlöscharbeiten. Ich denke mal, die Nachlöscharbeiten werden sich nur über 2 Stunden Minimum hinwegziehen. Nein, wir sind noch von den Bahngleisen noch weit genug weg, dass wir da. Das war eine kurze Überlegung. Aber wir sind weit genug weg, dass der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt wird. Entdeckt, ja. Sofort angehalten und Polizei angerufen. Ich wohne in Reichenbach. Ne? Und ich bin auf dem Nachhauseweg und sehe, dass das brennt. Ne? Sofort angehalten. Man hat ja heute immer also das Handy dabei und sofort Polizei angerufen. Und Bescheid gesagt. Oh, also zum Teil höher wie die Bäume da hinten. Dann sind sie teilweise hochgeschossen, dann sind sie wieder niedriger. Da ist irgendwas Brennbares, hat gebrannt. Und dann wieder niedriger. Aber das hat dann schon gebrannt, gell?